Ja, herzlich willkommen zu meinem Marktstand TV zur mittlerweile 20. Folge. Wir sind heute hier bei Frau Sabine Hoppe bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen hier in Oldenburg. Und ich bin heute hier, erstmal vielen Dank dafür, gerne, um einfach mal mehr über die Direktvermarktung zu erfahren, über die Arbeitsweise von Frau Hoppe bzw. Landwirtschaftskammer. Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Frau Hoppe, stellen Sie sich doch einmal kurz vor, damit wir wissen, wer Sie sind. Ja, ich bin, wie schon gesagt, Sabine Hoppe, bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zuständig für die Bereiche Direktvermarktung und Bauernhofgastronomie, also für die Betriebe, die Hofläden haben, Hofcafés haben, auf den Wochenmarkt gehen mit ihren Erzeugnissen, die Straßenverkaufsstand haben und für die Fragen, die die so haben. Schön. Ja, wir haben heute ein paar Fragen mitgebracht und die erste ist: Wie sehen Sie die Entwicklung der Direktvermarktung hier im Bereich Nordwesten oder aber auch in Niedersachsen oder allgemein? Also ich sehe grundsätzlich die Direktvermarktungsentwicklung sehr positiv. Wir haben bedingt durch diese Veränderungen in der Welt einen ganz starken Trend zum Thema regionale Lebensmittel. Und das macht sich eben auch bei den Hofläden bemerkbar, dass Kunden Interesse haben an den Produkten. Und dass Hofläden auch immer mehr Möglichkeiten haben, auf anderem Wege, zum Beispiel über Edeka, zu vermarkten. Okay. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir haben aber auch einen ganz starken Strukturwandel ja in der Landwirtschaft. Man merkt das ja im Moment auch mit den ganzen Bauernprotesten und so, da ist ganz viel in Bewegung. Und das führt auch dazu, dass in der Direktvermarktung sich was verändert. Viele Betriebe können nicht weiter existieren. Und das sind teilweise auch eben diese Kleinstdirektvermarkter, die so kleine Produktionseinheiten haben und wo dann die Kinder, insbesondere wenn Betriebsnachfolge ansteht, sagen, wir machen den Hof nicht weiter und hören auf. Andererseits haben wir aber auch ganz viele Höfe, wo die Kinder sagen, den Weg, den unsere Eltern gegangen sind in der Landwirtschaft, den möchten wir so nicht weitergehen. Wir möchten das wieder mehr selber in die Hand nehmen und wir haben seit ein paar Jahren ganz viele Neueinsteiger in der Direktvermarktung. Okay. Wie viele Direktvermarkter gibt es jetzt in Niedersachsen? Wie viele sind das so roundabout? Also soweit wir das im Blick haben, scheinen sich die Zahlen über die Jahre in der Waage zu halten. Also diejenigen, die aufhören, werden durch diejenigen, die neu einsteigen, ausgeglichen und wir haben so roundabout 1700 Adressen von Direktvermarktern in Niedersachsen. Das sind ja noch einige. Und wo tummeln die sich vor allem? Ist das hier im Nordwesten oder ist es eher so im Kloppenburger Raum? Gibt es da irgendwo so eine Gruppierung, sage ich mal, oder ein höheres Aufkommen in verschiedenen Regionen? Oder ist das relativ gestreut in Niedersachsen? Also grundsätzlich ist Direktvermarkter sehr gestreut. Ja. Die Vermarktungswege sind etwas unterschiedlich. Je weiter ich von den großen Städten entfernt bin, desto weniger Betriebe verkaufen direkt auf dem Hof die Ware, sondern suchen sich dann auch Wege, um zu den Kunden hinzukommen. Wochenmärkte, Online-Verkauf nimmt bei einigen Betrieben zu, aber auch der Weg in den Einzelhandel, um dort die Produkte zu verkaufen, ja, weil die großen Einzelhändler haben ja zunehmend Interesse an den Produkten. Also haben Sie auch das Gefühl, dass sich größere Handelsketten jetzt, wie was Sie vorhin sagten, zum Beispiel Edeka, dafür aufmachen, auch regionale Produkte hineinzulassen oder Rewe? Aber sind das dann eher so die einzelnen Betriebe, die durch einen eigenen selbstständigen Geschäftsführer geleitet werden, diese Stores nenne ich jedes Mal oder Einkaufsgeschäfte, oder sind es auch schon die größeren Organisationen jetzt? Also grundsätzlich sind die großen Organisationen, Edeka und Rewe, aber auch andere Händler wie Bünding mit Kombi und Famila, die haben alle Interesse inzwischen an regionalen Direktvermarktungsprodukten. Und das kommt auch von der Konzernspitze, das Interesse. Wo das in den Läden auftaucht, das hat in der Tat ein bisschen was damit zu tun, wie die einzelnen Händler aufgestellt sind. Weil das sind ja häufig auch einzelne Händler bei Edeka und nicht nur, also in der Fachsprache heißt das Regiemarkt, die direkt an der Konzerngeschichte dranhängen. Von daher ist es ein bisschen unterschiedlich, aber die Möglichkeiten sind da. Die sind auf der Suche nach Direktvermarktungsprodukten. Ja, okay, ja, spannend. Sehr spannend. Ist ja gut, alles, was dafür irgendwie dienlich ist und was diese Betriebe auch unterstützt, ja, und vor allem nachher auch erhält, finde ich gut grundsätzlich. Nicht alles finde ich gut, was sie machen, was sie im Wording machen, im Marketing, okay. Aber ich finde es schön, dass die Betriebe sich einfach
ja, selber mal wieder auf den Weg machen, selber einen Vermarktungsweg aufmachen, den selber zu, mhm. auch, zu organisieren ja. und aufzubauen, das finde ich schön. Und dabei brauchen Sie auch Unterstützung. Mhm. Was tun Sie speziell jetzt in Ihrem Bereich für die Direktvermarktung und die LWK, die Landwirtschaftskammer allgemein? Also grundsätzlich sind wir von der Landwirtschaftskammer da, um die Direktvermarktung weiterzuentwickeln und zu begleiten positiv. Dazu gehört ganz schlicht und einfach die Öffentlichkeitsarbeit für die Vermarktung, ganz allgemein, dass man das Thema bekannt macht und beziehungsweise auch über so Plattformen, die wir betreiben, wie Service vom Hof, den Direktvermarktern einen Platz zu geben, auch den ganz kleinen, kostengünstig oder kostenfrei teilweise sogar Platz zu bieten, um dort zu werben. Ach, schön. Das andere ist, dass wir die Direktvermarkter unterstützen, wenn es um ganz einfach Beratung geht, einzelbetriebliche Beratung. Also wir fahren raus auf die Höfe, wenn die das anfragen und besprechen mit den Betrieben das Vorhaben oder die Veränderung, geben Hilfestellung bei den Themen Kennzeichnung oder Hygienekonzept oder eben schlicht und einfach auch mal das Ganze durchzukalkulieren, weil es muss sich ja auch wirtschaftlich lohnen, wenn ich diesen Vermarktungsweg gehe. Das sind schon sehr komplexe Sachen, die ein Direktvermarkter machen muss und da geben wir dann diese konkreten Hilfestellungen. Ja, toll, also Sachen gerade konkret also auch, ne? Dass man sich als Direktvermarkter, wenn man das vorhat, das machen ja. zu wollen wieder oder wieder zu machen, dass man sich dann auch konkret mit ihnen zusammensetzt, dann genau überlegt, was muss getan werden, ja. Schritt 1 bis Schritt ja. X. Ja, das fängt an mit einer Marktanalyse, dass wir gucken, ob an dem Standort, was da für Potenziale sind, beziehungsweise zu überlegen, wenn das am Standort nicht geht, welche anderen Wege man gehen kann zu vermarkten und hört dann wirklich auf bei dem Thema, wie mache ich für mich Werbung. Ja, okay. Was nicht ganz einfach ist, ja, nein. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja viele Möglichkeiten, das zu nutzen. Ja, toll. Okay, gibt es noch sowas wie Seminare, Workshops, irgendwelche Vorträge jetzt in der nächsten Zeit, an denen man sich irgendwie weiterbilden kann oder an denen man teilnehmen kann? Bietet das die Landwirtschaftskammer auch an zum Beispiel? Ja, also wir machen das allerdings hauptsächlich im Winterhalbjahr. Okay. Vor allen Dingen jetzt so um diese Zeit, weil Februar, März, weil dann die Betriebe auch am ehesten Zeit haben. Ja, dann ist auf dem Feld normalerweise nicht so viel zu tun. Mhm. Dann haben sie mehr Möglichkeiten. Aber nach Bedarf auch rund ums Jahr. Das ist ganz klassische Seminararbeit. Mhm. Von der Hygieneschulung über Thema Lebensmittelkennzeichnung oder auch Einstiegsseminare auch ein für Direktvermarkter. Ne? Deklaration ist auch ein wichtiges Thema. Ganz schwieriges, ne? umfangreiches Thema. Ja, und da können wir schon dann sagen wie, und Hilfestellung leisten. Ja, in Zusammenarbeit mit unserer LUFA ist das durchaus auch möglich, dass man das analysieren lässt, wenn man das will. Das ist immer ein wichtiges Thema auch, diese Deklaration, das habe ich auch immer wieder, wenn ich zu den Betrieben hinkomme, die stellen mir immer wieder die Frage, Henrik, darf ich das denn eigentlich verkaufen? Wie weit darf ich es verkaufen? In welchem Radius darf ich es verkaufen? Ja. Darf ich es überhaupt über das Internet verkaufen? Ja. Ja, das sind natürlich alles so Fragen, die müssen irgendwie mal beantwortet werden. Ja, das also, meiste darf man, sage ich immer, es geht nur immer darum, was man wie in, dann kennzeichnet und beziehungsweise was für Regeln man einhalten muss. Okay, und da muss man dann wieder gucken, welcher Weg rentiert sich wirklich, weil das sind ja teilweise schon Wege, die auch mit Aufwand verbunden sind. Ja, natürlich. Und dafür gibt es also dieses Thema Deklaration, weil ich es gerade einfach weiß, dass es ein wichtiges Thema ist, da gibt es eine gewisse Ansprechperson oder eine genaue Ansprechperson. Ja. Wenn wir da den Kontakt da irgendwie kriegen könnten oder mal mit verlinken könnten, dann würde ich das gerne tun, weil das einfach ein wichtiges Thema ist auch, neben der Direktvermarktung an sich. Wie deklariere ich meine Lebensmittel, wie weit darf ich das eigentlich verkaufen und darf ich das überhaupt online zum Beispiel vertreiben oder welche Bedingungen habe ich da? Also wir haben ja ein Team von Berater, die sind in den Themen fit, haben auch entsprechende Unterlagen. Man kann natürlich bei mir direkt anrufen, aber man kann auch auf der Website der Landwirtschaftskammer sind die Beratungsleistungen, kann man da direkt finden. Sonst auch unter dem Stichwort Hofläden, Hofbetten, Hofcafés bei uns zu finden auf der Website. Und da sind die genauen Ansprechpartner, wer für das Thema zuständig ist sehr und weiterhilft. Sehr gut. Also wenn du Fragen hast zu dem Thema Deklaration oder Direktvermarktung, geh einfach mal auf die Seite und finde den richtigen Kontakt. Ist auf jeden Fall da und kann man eben die ganzen Vorbehalte und Ängste einfach auch mal nehmen, weil diese Ansprechperson gibt es. Frau Hoppe, was sollten Betriebe für die Zukunft tun, um sich aufzustellen, um wettbewerbsfähig zu sein, aus Ihrer Sicht? Was müssen diese Betriebe noch tun? Also sie müssen auf jeden Fall Angebot haben, was sich abgrenzt vom Massenangebot. Mhm. Weil
billiger und normal können die ganz Großen meistens besser. Sie brauchen besondere Produkte, die besondere Rezepturen haben, besondere Geschmacksrichtungen haben. Sie brauchen Dienstleistung, also den Service, den man bei den Discountern nicht bekommt. Sie müssen aber auch sich aufstellen in der Hinsicht, dass sie nicht nur Rohprodukte anbieten. Also den Kohlkopf im Ganzen kann ich heutzutage immer schlechter vermarkten, weil wir immer mehr Menschen haben, die nicht kochen können oder es nicht gelernt haben, wie Rezepte anzuwenden sind. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann die Kohlrouladen im Glas anbieten oder den Salat anbieten, fertig zum Mitnehmen mit einem passenden Dressing. Mhm. Es gibt aber auch Betriebe, die sagen, ich biete den Kochkurs mit an, um das denn so praktisch umzusetzen. Weil da merkt man ja auch einen Trend in der Bevölkerung, selber machen es wieder in. Ja, insofern bin ich der Hoffnung, dass zukünftig Direktvermarkter auch wieder mehr Rohprodukte absetzen können. Ja, das finde ich auch schön. Gerade dieses Thema Kochen, das macht ja auch einfach wieder Spaß. Mit Freunden, Familie, mit den Nachbarn zusammen. Mhm. Ne, weil viele wissen ja schon gar nicht mehr, wie mache ich jetzt eigentlich Kartoffeln. Ne? Ja. Ja, viele kochen sie ja so richtig, man sollte sie eigentlich eher dünsten und so. Es sind da so viele kleine Kniffe, die sind im Laufe der Zeit auch irgendwie vergessen gegangen. Also ich finde es schön, ja, wenn wir jetzt mal wieder mehr uns in die Küche stellen und das eben auch mit diesen Produkten direkt machen würden. Absolut, absolut. Vertriebswege. Welche Vertriebswege haben jetzt Direktvermarkter im Moment? Welche gibt es da genau? Also grundsätzlich gibt es ganz, ganz viele Vertriebswege. Der einzelne Direktvermarkter muss sich immer überlegen, welche er wirklich bedienen kann. Mhm. Weil je mehr Vertriebswege man hat, desto aufwendiger wird auch das Geschäft. Ja, das und es hängt, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ganz stark auch davon ab, wann, wo der Standort ist, wo die Verbraucher sind, wo man Kunden findet. Grundsätzlich der klassische Hofladen spielt immer noch eine Rolle. Wir merken aber, dass er in Gebieten, die marktfern sind, also abseits der großen Städte, nicht mehr so ganz intensiv betrieben wird. Was dagegen stark dazugekommen ist, sind so Themen wie Automaten, die erstaunlicherweise wieder Thema geworden sind. Ich hatte eigentlich so jahrelang gedacht, so Automatenverkauf, Lebensmittel ist so eine Sache für die Bahnhöfe. Ja, ja, so. Und die laufen an einigen Standorten sehr gut. Ja. In bestimmten Produkten haben wir nach wie vor Straßenverkaufsstände, im alten Land beim Obst, aber auch in der Spargelsaison spielen die natürlich nach wie vor eine große Rolle. Aber auch hier ist es so, dass die Betriebe in die Städte reingehen. Mhm. Oder an Standorten sind, wo ganz viel Durchgangsverkehr ist, um dann die Menschen zu erreichen. Ja, klar. Die Märkte spielen eine Rolle, wobei die Wochenmärkte ja auch im starken Wandel sind. Da ist auch mehr gefragt, Service, also auch die Suppe gleich mit anzubieten und solche Geschichten. Das sind auch Entwicklungen, die man merkt und wo Direktvermarkter, wenn sie dabei bleiben wollen, aus meiner Sicht sich auch drauf einrichten müssen, dass sie da noch einen Schritt weiter gehen. Ja, weil über dieses direkt sinnlich erfahren auf dem Markt, was Thema ist. Auf dem Wochenmarkt gehen zunehmend Leute, die einfach was erleben wollen, schön, schauen und gesehen werden und die wollen da gemütlich eine Zeit verbringen. Es ist nicht mehr nur eine reine Einkaufsstätte. Ja, das sieht man ja hier in Oldenburg auch. Ich meine, wie viele Wochenmärkte haben wir hier? Einmal an der Wertekirche, dann gibt es den Öko-Wochenmarkt, dann noch den Pferdemarkt. Ja. Ich meine, wir haben 4, 5 Wochenmärkte hier und ich meine, diese Kultur ist hier schon sehr ausgeprägt, wie ich finde. Aber häufig ist das mit der Zeit einfach immer das Thema. Ne? Ja. Also geht es ja mir, und wir sitzen ja heute auch wieder hier, man schafft es eben jetzt gerade nicht zum Wochenmarkt zu gehen, ne? Oder wenn es bis 14 Uhr ist, schnell in der Mittagspause dahin, um seine Sachen zu holen, das macht man auch nicht wirklich. Nein, außerdem ist es so, dass wir ja in Oldenburg haben wir ganz tolle Märkte, in Hannover ist ein ganz intensiver Marktstandort, wir haben da ganz, ganz viele Bauernmärkte, die dort in verschiedenen Stadtteilen sind. Aber wenn ich in andere Gebiete gucke, hier im Weser-Ems-Gebiet, dann gibt es Standorte, wo man überhaupt keine Märkte mehr findet. Und da ist natürlich jetzt zunehmend das Thema, wie kaufe ich ein? Gibt es auch noch andere Wege, einkaufen zu können? Wir haben Standorte im Leeraner Raum oder so, da ist es gar nicht so einfach, sich mit regionalen Lebensmitteln einzudecken. Und dann spielt
unter Umständen das Online-Geschäft eine Rolle. Worüber man dann auch diese Ware beziehen kann. Ja, das nimmt auch mehr zu, dass die Leute sich A, über das Internet informieren, sehen, okay, das es sowieso, gibt auch alternative ganz wichtig. Möglichkeiten. Mhm. Ne, und das ist auch über Lieferkisten, über Lieferservices, mhm. über andere Möglichkeiten, dass auch einem entgegengebracht werden ja. kann. Das ist mittlerweile auch so flexibel, mhm. ob es zur Arbeitsstelle gebracht wird oder zu einem nach Hause. Mhm. Das bietet ja eine große Möglichkeit, jetzt doch diese regionalen Lebensmittel zu bekommen, dass man nicht immer auf die Discounterware oder aus dem Ausland zurückgreifen ja. muss, ne, sondern dass man eher wieder in die Region schaut. Das liegt mir sehr am Herzen und Ihnen wahrscheinlich ja. auch. Ja, jetzt setze ich mal voraus, ne, dass man eben diese regionalen Lebensmittel wieder mehr in den Fokus rückt, weil es einfach toll ist. Ne? Also wir haben kürzere Wege, sind frischer, die schmecken meiner Meinung nach besser. Und das ist das Fleisch oder das Gemüse, ja. Um es mal so zwei zu nennen. Ja, das spielt also für mich Plätze wie mein Marktstand, der Online-Shop von Ihnen, eine Rolle, dass man, wenn man auf diesem Weg gehen will, und für manche Produkte bietet sich das ja super an, dass man da auch eine Möglichkeit hat, zusammen mit anderen sich zu präsentieren, wie ja, genau. in einem normalen Laden. Wie umfangreich das Online-Geschäft wird, kann man ja im Moment noch nicht hundertprozentig genau. sagen. Es nimmt ja ein bisschen zu, wie die Zahlen zeigen. Und ich denke, das wird gerade mit diesen veränderten Situationen, Menschen arbeiten immer mehr, die Zeit zu Hause ist knapp. Nicht an jedem Standort habe ich eine Vollversorgung. Ich könnte mir vorstellen, dass es langfristig irgendeine Mischform gibt. Ja, sicher. Das wird immer zwischen den Geschichten. Geben, genau. Sehr schön. Frau Hobbe, vielen Dank. Wo kann man jetzt noch mehr erfahren? Also wenn ich jetzt noch Fragen habe, die wir jetzt vielleicht noch nicht beantwortet haben, wo kann ich mich informieren? Gibt es eine Webseite, haben wir gerade schon ja. genannt, eine Telefonnummer? Ja, also bei der Landwirtschaftskammer ist grundsätzlich das Thema Direktvermarktung, Bauernhofgastronomie ein ganz großes Thema, wo wir Beratung haben. Und wir würden auch, beziehungsweise wir würden nicht nur, sondern wir machen es auch. Wir wissen natürlich, wer noch alles mit eine Rolle spielt. Und wenn Betriebe zu uns kommen, dann helfen wir auch in Bezug darauf, wo man sich noch informieren kann, wo es Spezialinformationen gibt. Dann gibt es noch den Verband der Norddeutschen Direktvermarkter, die Interessensvertretung für die Betriebe machen. Genauso wie die Organisation Einkaufen auf dem Bauernhof. Das Logo ist hier hinter uns. Die machen die bundesweite Interessensvertretung für die Direktvermarkter. Was ja sehr wichtig ist, damit, wenn neue Gesetze kommen, man dann auch mal sagen kann, das Gesetz, so geht das nicht, wenn ihr das so in Kraft setzt. Da müssen Änderungen rein. Das haben wir Richtig. Über diese Organisationen schon mehrfach geschafft. Dass zum Beispiel das Thema Kennzeichnung nicht zu hart zu ja, schlecht, ja, obwohl ja. es viele Direktvermarkter anders empfinden werden, weil die Auflagen werden immer schlimmer. Ja, das ist nicht so ganz lustig. Genau. Aber grundsätzlich sehen wir uns als so eine Vernetzungsstelle, wo man dann auch Hilfestellung bekommt, bei wem man sich sonst noch schlau machen kann, beziehungsweise wer einem da weiterhilft. Wunderbar. Die ganzen Informationen, das werden wir auch noch verlinken, sodass man da noch einfacher darauf zugreifen kann. Haben Sie noch etwas, was Sie zum Abschluss sagen möchten? Eigentlich kann ich nur noch sagen, dass ich hoffe, dass sich die Direktvermarktung weiter positiv entwickelt und da viele Chancen drin liegen, weil das fördert den Erhalt der kleinen bäuerlichen Landwirtschaft. Absolut. Wunderbar. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.